Ja, hallo und willkommen zurück zu Chaos auf Deponia. Ich muss mich jetzt ein bisschen entschuldigen, weil ich jetzt indirekt ein bisschen bei mir gespoilert habe, da Fraps es scheinbar nicht akzeptiert. Wenn ich in diesen schönen Zwischenladebildschirmen die Aufnahme beende und wieder starte. Somit hat er mir wieder zwei Folgen nicht aufgenommen, was wiederum bedeutet, dass ich das eigentlich schon alles weiß. Und deswegen machen wir hier mal einen kleinen Kurztrip. Mach jetzt keinen Scheiß, Fraps. Ich sag's dir, krieg dich auch mit dir. So, auf ein neues. Okay, als erstes hier den Haken aus dem Hakenglas. Was war es noch gleich, was ich nicht mehr mit Gläsern voller Haken tun wollte? Ach ja, reingreift. Ja, sollte man jetzt nicht unbedingt machen. Aua. Gut. Dann befestigen wir den Haken an dem Faden. Und da sage noch einer, ich verstünde nichts vom Angeln. Ich habe mir ein voll funktionsfähiges Hakengedöns gebaut. Super. Super, Rufus. Go, Rufus. Go, Rufus. Gut, dann sprechen wir mit dem Angler. Verschwinde, du verscheuchst die Fische. Ich bin doch ganz leise. Als würde es darauf ankommen. Hast du schon einmal einen Fisch mit Ohren gesehen? Ja. Das Wichtigste beim Angeln ist das Anglerglück. Wenn du ein Angler wärst, wüsstest du das. Aber kusch. Aber okay, dann zeige ich dir jetzt hier mal meine Angel. Guck mal. Was soll das denn sein? Was schon? Es ist ein Beweis dafür, dass ich sehr wohl ein Angler bin. Das beweist nicht einmal, dass du ein Mensch bist. Wahllose Sachen aus dem Müll ziehen, das kriegen auch Ratten und Wombats hin. Wir können aber keine Angel bauen. Wenn du willst, dass du ein Angler bist, dann zeig mir einen Fang von dir. Ansonsten, kusch. Da wirst du gleich gucken, mein Freund. Guckst du? Schau mal her. Ist das nicht ein Prachtexemplar? Ja. Was zum... Hast du den etwa gefangen? Ja, freilich. Wer denn sonst? Sieht so aus. Frisch aus der Spelunke. Vielleicht habe ich dich unterschätzt. Mhm. Wie ist das nur möglich bei deinem Mangel an Anglerglück? Was ist dein Anglergeheimnis? Das wüsstest du gern. Okay, ich will euch jetzt nicht mit dem ganzen Kram hier nerven, wie pedalbetriebene Tandemangel, Angelschnur aus Raupenseide, unerhörten Charisma, Anglerglück und unglaublichen Lässigkeit. Ich benutze einen Spezialköder. Jetzt behauptet er auch noch, er habe einen Moment. Köder sind wichtig. Ja. Und irgendwomit musst du den Rasiermesserfisch ja gefangen haben. Ja. Hast du am Ende tatsächlich einen Spezialköder? Ja. Willst du mich etwa einen Lügner nennen? Nicht, wenn du mir deinen Köder zeigst. Was bekomme ich denn dafür? Naja, ich kann dir einen Tigerfisch anbieten. Mehr einen nicht? Einen schönen Tigerfisch gegen meinen super Spezialköder. Hast du sie noch alle? Dann eben nicht. Eben wohl nämlich nicht. Jawohl. Ist mir doch egal. Wenn du irgendwann einen Tigerfisch willst, bring mir deinen Spezialköder. Ansonsten kusch. Okay, den Spezialköder können wir, weiß ich noch nicht, wie das funktioniert. Aber das Rätsels Lösung, diesmal habe ich es richtig gesagt, finden wir in Bellevue. Da habe ich ja auch ein bisschen rumgerätselt. Ach ja, und was ich auch noch festgestellt habe, hier haben wir Puzzleteile. Gut. Wir machen Klingel. Nein, nicht Klingel. Ja doch, Klingel. Gut. Einen Augenblick bitte. Was kann ich denn für Sie tun? Ich bin nämlich auf die glorreiche Idee gekommen. Ich hätte gern dasselbe wie eben. Nachdem uns ja dieser nette kleine Glückskeks immer wieder darin erinnert hat, mit Angler hier, Angler dort, Glück hier und bla bla und hast du nicht gesehen, habe ich mir gedacht, jetzt probier's doch mal hier mit dem Glückskeks mal zu unserem netten Freund, dem Angler, zu latschen. Und? Was glaubt ihr, ist dabei rausgekommen? Was ganz raffiniertes. Und zwar, wenn ich jetzt diesem netten kleinen Angler hier den Glückskeks
Glückskeks. Was soll das denn sein? Ein Glückskeks. Wo du doch die ganze Zeit mit deinem ach so tollen Anglerglück prallst, vielleicht könntest du zur Abwechslung mal den Beweis antreten. Wenn's weiter nichts ist. Na? Da hast du es. Ich habe gewonnen. Hurra. Nein. Was? Zeig her. Nichts da. Es ist mein Gewinn. Und ich wollte schon immer Mitglied im Schnabeltierclub sein. Aber es war mein Keks. Ist ja schon gut. Hier hast du deinen bescheuerten Ausweis. Danke schön. Ich bin eh bereits Mitglied in diesem dämlichen Club. Bin mal versehentlich auf ein Rubbel losgefallen. Mhm. Und lass mich ab jetzt mit so einem Unsinn in Ruhe. Okay. Ist gut. So, mal schauen, ob er das gefressen hat mit den Puzzleteilen. Nein, hat er nicht. Also, hier. Noch ein Puzzleteil. Den habe ich ja auch noch ergattert. Oh, da, Moment, da ist doch so ein Glubschäuglein. So, dann haben wir hier den Ausweis. Dann gehen wir mit dem Ausweis. Gehen wir jetzt natürlich wohin? Ganz schwer zu erraten. Zum Restaurant. Zum McDoof. Hier rüber in die Altstadt. Und zeigen unserem netten, freundlichen Schnabeltier-Vorstandsvorsitzenden. Ich bin jetzt Mitglied im Schnabeltierclub. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt offiziell ein Teil der Schnabeltiergemeinde. Muss ich mir die Haare rasieren oder Kutten tragen? Nein, aber du bekommst eine Gratis-Kopie der Schnabeltierfibel. Das finde ich toll. Das ist nicht verhandelbar? Bewahre sie gut auf. Sie könnte dir eines Tages dein Leben retten. Mhm. Gut. Dann schauen wir erstmal in die Fibel rein. Die große Schnabeltierfibel, dritte Auflage. Dann super. Wollen wir doch mal schauen, ob was Nützliches drinsteht. Mhm. Hm, das hier ist interessant. Pokémon. Offenbar gibt es in jeder Generation ein Schnabeltier pro Gattung, das die Nester vor Räubern bewacht. Die Eier dieser Nestwächter werden vom Muttertier gut versteckt. Mhm. Es gibt 4 Schnabeltiergattungen, also insgesamt 4 Nestwächtereier. Mhm. Natürlich. Ich muss nur die 4 Nestwächtereier finden und ausbrüten. Dann landen die entsprechenden Schnabeltiere auch nicht mehr auf der Speisekarte. Und ich kann Goal endlich zum Essen einladen. Der Plan ist so bescheuert. Also so bescheuert. Der muss einfach funktionieren. Okay. Ich sehe ein Kescher. Seltsame Illustration. Entweder wusste der Künstler nicht, was ein Kescher ist, oder wie man ordentlich zeichnet. Hm. Das ist auch so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Den habe ich ja vorhin nicht mitbekommen. Feuerschnabeltier, schon Brut, okay. Gut, dann gehen wir erstmal darauf und schnappen uns das nette Ei. Laut Fibel ist das hier ein Flugschnabeltierei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Sehr schön. Das nehmen wir mit. Wir haben ja noch gar keine Sammlung aufgebaut, mein Freund. Gut, dann schnappen wir uns das Ei. Aha. So, dann hier Erdhügel. Dann würde ich jetzt mal sagen, hier tun wir das Ei, die Eifalle drauf. Hey, stehen geblieben. Jo, du kleiner Hund. Legen wir es mal da drauf. Nee, dann legen wir es da drauf. Auch nicht. Gut, dann hier drauf. Hier drauf. Hier drauf. Auch nicht. Dann lege ich es da drauf. Du blödes Viech. Mann. Nerv nicht. Oh, bist du heute widerspenstig. Hm. Ist das da? Dann legen wir da einen Stein drauf. Dann legen wir hier einen Stein drauf. Dann legen wir hier eine Falle drauf.
das Ding nervt. Hier drauf, da drauf. Hier drauf, hier drauf. Irgendwann muss er doch da rauskommen. Auch nicht. Moment, hier drauf. Hier drauf. Da drauf. Da drauf. Hier drauf. Boah, ist das Viech lästig. Da drauf. Hier drauf. Hier drauf. Sag mal. Blödes Drecksviech. Dem muss doch das Ei vom Kopf fallen. Ja, super, jetzt kommst du da wieder raus. Pissviech. Mann. Nerv mich halt. Ich klicke jetzt so lange, bis du jetzt da an der Stelle rauskommst, wo du rauskommen sollst. Das Ding nervt. Vorhin lief so schön. Nein, Fraps muss mir wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Drecksprogramm da, ey. Der Fünfer. Wo ist bloß wieder der Scheiß Aufnahme da? Jetzt komm her. Nerv mich nicht. Da, nein, und hier hin und immer noch nicht. So, dann tun wir da einen Deckel drauf. Da einen Deckel drauf. Hier einen Deckel drauf. Hier einen Deckel drauf. Da einen Deckel drauf. Dann hier drauf. Warum geht das jetzt so zart? Kommt, habe ich vorhin echt so viel Dudel gehabt oder was? So viel deppertes Glück? Blödes Mistviech. Das kann doch jetzt gerade nicht angehen. Zip, zip, zip. Dann hier drauf. Jetzt kommt es wahrscheinlich wieder da raus. Ja, ist klar. Ich glaube, das ist echt bloß durch hier so. Dann so. Die zwei. Mann. Blödes Drecksviech. Wie war denn das vorhin? Vorne habe ich es gehabt. Genau da habe ich es mir wieder nicht gemerkt. So. So. Jetzt hüpft es da oben wieder rum, oder? Warte mal hier.
kommt's da hinten raus. Hier raus, hier raus. Da raus, da raus, da raus. Ach, du blödes Erdmännchen. Hm. Kann man die blöden Löcher nicht zuschütten? Geht denn das? Hab's vorhin habe ich es hingekriegt. Da habe ich noch nicht mal, glaube ich, so ein Drittel weniger Zeit gebraucht dafür. Mann, hüpf halt in diese blöde Falle. Das gibt's da nicht. Mockst mich halt nicht. Jetzt den Stein dahin, den Stein dahin. Dann kommt das da oben raus. Jetzt dann hierher, dann kommt er wieder woanders raus. Machen wir es jetzt so und so. Dann kommt er da raus. Dann möchte ich jetzt hier einen Stein. Den daher. Da kommt er da unten raus. Hierher. Ich habe echt ein idiotisches Glück gehabt vorhin.